Hallo Scammeter-Freunde, hier ist wieder der Callcenter-Crusher. Heute gibt es die lange Enduring Market Story für euch. Über einen Monat habe ich mich mit drei verschiedenen Charakteren bei zig verschiedenen Webseiten angemeldet und bin immer bei Enduring Markets gelandet. Da sieht man mal, wohin die Daten verkauft werden. Jedenfalls wurden 12 einzelne Anrufe hier im Video verarbeitet, auch wenn manche Verbindungen echt grauselig waren. Es ist schon sehr interessant, wenn man die Anrufe vergleicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie immer geht's nach dem Intro los. Ja, bitte. Hallo, mein Name ist Emma Wilke. Ich stelle Ihnen eine internationale Investmentgesellschaft Enduring Market vor, bei der Sie sich kürzlich für den Handel angemeldet haben. Sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits Erfahrung zum Handel? Da habe ich schon, ja, tatsächlich. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, bin ich. Auf welche Weise haben Sie gehandelt? Mit einem Finanzexperten, vielleicht allein oder in Kombination? Ich habe es allein gemacht, ja. Ja. Lassen Sie mir bitte über unser Handelssystem erzählen. Das System funktioniert mit allen Arten von Marktwerten, wie zum Beispiel Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen und Indizes. Unser automatisches System ist ein Algorithmus, der auf der Grundlage mehrerer Formen automatisch Geschäfte eröffnet und schließt. Ihr persönlicher Finanzexperte stellt das System nach Ihren Wünschen ein. Wir haben ein Team von professionellen Finanzexperten, die schon mindestens 7 Jahre erfolgreichen Erfahrungen in der Arbeit mit dem Finanzmarkt haben. Sie helfen unseren Kunden, das System zu koordinieren und die erforderlichen Berechnungen der potenziellen Gewinne durchzuführen. Diese Experten können den fundamentalen Markt analysieren, während das System, automatisch dieses System, den Markt technisch analysiert. Die Kombination dieser beiden Ansätze bildet eine sehr effektive Zusammenarbeit mit dem Finanzmarkt und bringt eine gute passive Einnahme. Die durchschnittliche Gewinnrate beträgt 30-40% auf monatlicher Basis. Die Handelsprivilegien und die Höhe des zukünftigen Gewinns hängen von der gewählten Art des Kontos und dem Volumen Ihrer Anfangsinvestition ab. Sagen Sie mir bitte, welches der Konten möchten Sie haben? Wir haben 3 Propositionen. Die Minimum ist 2 €. Dann bekommen Sie monatlich etwa 80 Euro. Das haben Sie ja sehr schön vorgelesen, ja. Mit welchem Konto wollen Sie anfangen? Ja, bis jetzt haben Sie ja noch nichts über Ihre Firma gesagt. Welche Firma bitte? Ist das denn? Welche Webseite zum Beispiel? Enduring Market. Enduring Markets. Ja. .com oder .de oder? Ja, die. Ja, was denn? .com oder .de oder? Enduringmarket.com. .com, ah ja, okay. Und Sie sind eine deutsche Firma oder? Wir sind jetzt in London. In London? Unser Hauptort ist. Ja. Ah ja, okay. Augenblick, ja gut. Und warum rufen Sie nicht mit einer Nummer aus London an, sondern mit einer Nummer aus den Niederlanden? Wir benutzen IP-Telefonie. Ja, aber trotz allem muss man doch mit der Nummer anrufen, wo man sitzt. Aber das ist bequemer für unsere Kunden. Nee, für die Kunden ist es nicht bequemer. Das ist vielleicht für Sie bequemer, aber Sie für die Kunden ist es nicht bequemer. Das ist bequemer für unsere Zusammenarbeit. Bitte? Das ist bequemer für unsere Zusammenarbeit. Ja, für das uns und für unsere Kunden. Nee, für die Kunden nicht, es ist für Sie bequemer. Gut, okay. Sie sind also in Großbritannien, richtig? Ja. Okay, ja. Und über wen sind Sie dann reguliert? Na bitte? Über wen sind Sie reguliert und registriert in Großbritannien?
Ich kann Ihnen solche Informationen nicht sagen. Das ist konfidentielle Information. Ja, natürlich, das ist die Information, die jeder Anleger eigentlich wissen muss. Und deswegen können Sie das nicht sagen. Wir sind ein offizieller Markt und alle anderen Informationen können schon unsere Kunden bekommen. Ja, eben, die möchte ich haben, deswegen habe ich ja nachgefragt. Also, bei wem sind bitte, Sie registriert? Bitte? Verstehen Sie kein Deutsch? Ich verstehe Deutsch. Können Sie bitte wiederholen? Ja, dann haben Sie eine schlechte Leitung. Bei wem sind Sie reguliert und registriert? Sie können jetzt registrieren. Nee, Sie, wo Sie als Firma registriert und reguliert sind, das möchte ich wissen. Sie verstehen also doch kein Deutsch. Ich sag's ja, Sie verstehen kein Deutsch. Warum rufen Sie dann in Deutschland an, wenn Sie kein Deutsch verstehen? Ich verstehe, aber ich kann Ihnen diese Information nicht sagen. Sie können mir also nicht sagen, bei wem Sie registriert sind. Okay, das ist mal eine schöne Aussage. Also sind Sie ein Betrügerunternehmen. Jedes seriöse Unternehmen würde das sagen, ganz klar. Gut, dann sind Sie also ein Betrügerunternehmen, ein Scammer. Okay. Also ja, stimmen Sie also zu, ja? Ja. Okay, gut. Gut. Und nun? Und vielleicht wollen Sie irgendwelche Informationen über unsere Konto aktivieren wissen? Nö, wenn Sie mir schon keine Informationen geben können, wo Sie reguliert sind und registriert sind, dann möchte ich auch keine Informationen über das Konto haben. Denn ich werde bei Ihnen mit Sicherheit nichts einzahlen. Sie sind eine Scammer-Firma dann offensichtlich. Also, wir haben Lizenzien, aber wir können diese Lizenzien Ihnen zeigen, nur wenn Sie schon unser Kunden sind. Ich soll erst Geld überweisen, damit ich dann die Lizenz sehe, ja? Ist das richtig? Aber wenn Sie etwas im Internet kaufen, haben Sie auch keine Lizenzien. Sie kaufen und... Doch, wenn ich zum Beispiel bei Amazon kaufe oder so, dann weiß ich ganz genau, wo ich mich hinwenden muss, wenn es Probleme gibt. Bei Ihnen weiß ich das nicht. Weil Sie nicht reguliert und registriert sind. Ja, wir haben schon 10 Jahre in diesem Markt und wir haben eine seriöse Kampagne. Ja, aber trotzdem können Sie mir nicht sagen, wo Sie registriert und reguliert sind. Das ist die wichtigste Information, die Sie Ihren Kunden mitgeben müssen. Und nun? Nun haben Sie stumm geschaltet, weil Sie nicht weiter wissen, richtig? Also wieder ein typischer Betrügeranruf. Bitte, ich habe eine Entschuldigung, ich habe eine schlechte Leitung. Ja, das ist mir klar. Und auch im Kopf eine ganz schön kurze Leitung. Also. Ja, also. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir eine gute Erfahrung mit vielen Kunden aus der ganzen Welt und ja, wir aber können... Sie haben, ich würde eher sagen, das sind Opfer bei Ihnen. Weil Enduring Markets ist ja nun inzwischen auch schon bekannt, dass es eine Betrügerfirma ist. Sie rufen mit einer holländischen Nummer an und sind in England und können nicht mal sagen, wo sie registriert und reguliert sind. Also eine klassische Betrügerseite. Aber ich kann Ihnen diese Information nicht sagen. Das ist ja, deswegen sage ich ja, Sie sind eine Betrügerseite, weil Sie mir das nicht sagen können. Sie können mir ja gerne jemanden geben, der das mir sagen kann. Aber wenn Sie haben schon registriert, angemeldet an unserer Seite, verstehen Sie, dass Sie solche Informationen nicht sagen. Alle, doch, nein, das verstehe ich. Das verstehe ich nicht. Weil Sie müssen mir als Handelsunternehmen, als Firma sagen, wo Sie reguliert und registriert sind. Das können Sie nicht.
Geben Sie mich doch einfach an Ihren Vorgesetzten weiter, der das sagen kann. Wenn Sie es nicht können. Entschuldigung, aber ich kann nicht diese Informationen. Ja, eben, deswegen sage ich ja, Sie sind eine Betrügerfirma. Nein, wir sind eine seriöse und offizielle Company. Ja, Sie sind keine seriöse Company. Ja, das ist schon klar. Mit seriös hat das bei Ihnen nichts zu tun. Man braucht ja nur mal im Internet gucken. Es wird überall vor Ihrer Firma gewarnt. Also sind Sie eine Betrügerfirma. Aber ich habe viele Kunden im ganzen Nein, das sind keine Kunden, das sind Opfer. Das sind Opfer, das sind keine Kunden, das sind Opfer. Sie betrügen die Leute. Nein, wir nicht betrügen die Leute. Wir ja, dann sagen Sie mir doch einfach, wo Sie reguliert und registriert sind. Ganz einfach. So einfach können Sie das ausräumen. Das ist konfidentielle Information, ich kann nicht sagen. Ja, eben, weil Sie eine Betrügerfirma sind, sage ich doch. Entschuldigung, wir sind nicht Betrüger. Doch, sind Sie. Wir sind eine offizielle Firma. Doch, sind Sie. Sie sind eine kriminelle Firma, Sie machen sich strafbar, allein durch diesen Anruf schon strafbar. Und das ist nichts Seriöses, was Sie machen. Entschuldigung, das ist nicht richtig. Das ist richtig. Sie müssen doch einfach mal googeln. Sie können doch sicherlich googeln. Dann googeln Sie mal Ihre Firmenname. Und dann werden Sie schon sehen, wie seriös Sie sind. In Deutschland wird überall vor Ihnen gewarnt. Wir arbeiten ja nicht nur mit deutschen Kunden, wir arbeiten mit der ganzen Welt, in Europa und in anderen Ländern. Ja, aber in Deutschland wird vor Ihnen gewarnt, weil Sie unseriös sind. Und wenn Sie nicht sagen können, wo Sie reguliert und registriert sind, dann bestätigt das den Verdacht. Okay, ich verstehe. Ich muss zuerst meine Kollegen fragen, ob kann ich diese Information Ihnen sagen. Ja, dann fragen Sie ihn. Moment. Na, das wird wohl nichts mehr, ne? Hallo. Sie können alle offiziellen Informationen auf unserer Webseite sehen. Und wir sind via Victoria 160. in London registriert. Und das ist alle Informationen, die ich Ihnen Wo sind Sie reguliert und registriert? Das war meine Frage. Ich kann das nicht sagen. Ja, also ich sag ja, Sie sind unreguliert. Sie sind eine Scammerfirma. Jeder seriöse Firma würde das sagen können. Sie können es nicht. Also sind Sie unseriös. Sie bescheißen die Leute. Sie zocken die Leute ab. Na, Sie Betrügerin? Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich heiße Rainer Hartmann, schön Sie kennenzulernen. Ah, konnte die Ihre Mitarbeiterin nicht mehr weiterhelfen, ja? Ja. Okay, wo sind Sie als Firma registriert und reguliert? Wie meine Kollegin hat Ihnen schon gesagt, wir sind, unsere Adresse ist VA 160 Victoria, London. Also wir sind in London und wir sind von Regierung von Großbritannien reguliert. Ja, und von welcher Regierung denn? Sprich, in England gibt es... Wir sind in Großbritannien, aber wir sind internationale Investitionsgesellschaft, Sie sollen das verstehen. Und natürlich, wenn Sie in Deutschland handeln, sind von deutscher Regierung, sind unter deutscher Regierung. Sie sollen das verstehen. Ah ja, also okay. Wir sind internationale... Ja, darf ich jetzt auch mal was sagen? Also Sie sind, ja, Sie sind in England. In England gibt es zwei Regulierungsbehörden. Bei welcher sind Sie reguliert? Alle diese Informationen, Sie können ihn bei Finanzberater fragen. Es ist kein Problem, er wird Sie alles erklären. Unsere Aufgabe ist, Ihnen bei Ihrer Kontoeröffnung zu helfen. Ja, und die Kontoeröffnung heißt, ich muss Geld überweisen. Und das heißt, ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, Sie können mir, Augenblick, darf ich mal zu Ende, darf ich mal zu Ende reden? Wenn ich nicht zu Ende reden darf, dann hat das wenig Sinn. Sie können ja schlecht auf mich antworten, wenn Sie die Frage gar nicht verstanden haben. Ist das jetzt möglich? Sie,
Sie ist das antworten Sie mir möglich? bitte auf meine Frage. Ich Haben habe Sie das ein die Frage Bankkonto? gestellt. Ist Verstehen es Sie, wie möglich? Finanzmarkt Nein, ist es funktioniert nicht und was möglich? Handelskonto Sie können ist? mir also keine Fragen beantworten. Sie hören Sie mich hören mir doch nicht. nicht zu. Sie Sie haben meine hören. Frage noch gar nicht angehört. Also, hören Sie die nun zu Ende an oder wollen Sie einfach Ihren Text runterbrabbeln? Antworten Sie mir bitte, wollen Sie richtig auf den Finanzmarkt handeln oder ist es alles? Ich sehe, dass Sie nicht seriös. Ah ja, jetzt, ich bin nicht Sie sind nicht seriös. seriös. Sie rufen mit Ja, einer Sie niederländischen verstehen Nummer nicht, an. wie es Sie sind eine funktioniert. Haben Sie schon Scammer-Firma. Sie Erfahrung wissen im gar nicht, Handel? wo Sie reguliert sind, wie Sie reguliert sind. Sie geben an, Sie wären zum Sagen Sie, Beispiel bei. antworten Sie mir Sie bitte haben. auf Sie eine sind einfache einfach eine Frage. Betrügerfirma. Haben Sie Sie sind eine Erfahrung im Betrügerfirma. Ich Handel? habe keine Fragen an Sie. Sie sind eine Sie hören Betrügerfirma. mich nicht. Wie Sie wollen ein Geschäft machen, wenn Sie hören nicht? Sie Ich wollen habe nicht schon das genug machen. gehört. Ich habe schon genug gehört. Sie sagen nicht, wo Sie reguliert und registriert sind. Angeblich geht das ja nur, wenn man schon Ich habe Kunde Ihnen schon ist. gesagt, wir Ich sind habe in immer noch nicht zu Ende Großbritannien. geredet. Wenn Sie Sie permanent hören. dazwischenreden, hat das einfach keinen Gott, Sinn. So warum einfach ist die hören ganze Sie nicht, Geschichte. wie Ich Sie ein werde Ihnen Geschäft weiterhin nicht machen zuhören, wenn wollen? Sie mich unterbrechen. So einfach ist die Geschichte. Wenn Sie mich nicht zu Ende anhören Joachim, lassen, werde ich Sie sagen Sie auch mir nicht bitte. ausreden. Das ist eine ganz einfache Sagen Sie mir Geschichte. bitte, wie So ist sprechen das Sie, hier, wir wenn man sind ein seriöses telefoniert. Geschäft. Das ist Ganz nicht einfach auf so meine ist es. Also Interesse Sie mit sind also Ihnen. eine Betrügerfirma. Okay, habe ich verstanden, alles klar. Sie können keine Informationen geben, weil Sie einfach keine Ahnung haben. Sie versuchen nur zu betrügen. Es ist Es ist ganz so, ja, nicht das ist richtig, das stimmt schon. seriös von unserer, Sie sind eine von Ihrer Betrügerfirma. Seite. Sie sind nicht Sie hören seriös, uns ganz nicht. klar, logisch, ganz klar. Das ist mir völlig klar. Und wenn Sie schon mal ins Internet gucken, Hören mir zu, bitte. dann sehen Sie ganz genau, dass Sie überall bekannt sind als Betrügerfirma. So einfach ist das Ganze. Also mit Ihnen wird sich sicherlich keiner mehr Geschäfte machen. Aber wunderschön. Sind Sie fertig? Wir haben nein, noch lange nicht. Noch lange nicht. Solange Sie mich nicht Okay, ich ausreden warte, lassen, ich warte. werde ich, Ich ja, warte. Sie können meine Fragen beantworten, wenn Sie eine Antwort haben. Aber Fragen stellen erstmal nicht. Erstmal wird beantwortet. Also, wollen Sie mir jetzt sagen, wo Sie reguliert und registriert sind oder nicht? Ich habe Ihnen schon gesagt. Nein, haben Sie nicht gesagt. Sie haben mir die Adresse gesagt. Sie Doch. haben aber nicht gesagt, wo. Und wo Wir sind Sie sind reguliert in und registriert? Großbritannien und unser Hauptbüro in London. Und wie ich habe schon gesagt, wir sind unter Regierung von Großbritannien. Ja, Das ist und in alles. Großbritannien gibt es Wissen zwei Sie, wie ein Regulierungsbehörden. Bank Hallo. funktioniert? In Bitte Großbritannien antworten gibt Sie mir es bitte. zwei Wissen Sie, wie Regulierungsbehörden. ein Welche der Bank beiden ist bei funktioniert? Ihnen gültig? Sie wollen mich nicht hören. Sie wollen mich nicht hören und Sie hören mich nicht. Antworten Sie mir bitte jetzt auf meine Frage. Wissen Nee, Sie, wie erstmal ein müssen Bank Sie ja auf meine funktioniert? Frage beantworten. Sie haben sie ja noch nicht Wissen Sie, beantwortet. Sie verstehen die Systeme nicht. Sie verstehen das System nicht. Wie Sie können also sprechen über dieses System? Sie verstehen das nicht. Also Ich antworten Sie verstehe mir sehr bitte. gut. Verstehen Sie, wie Bank funktioniert? Wie einfache Bank funktioniert? Ja, richtig, Verstehen genau Sie, das haben Sie verstehe ein ich. Bankkonto? Genau das Okay, verstehe das ich. ist Banken dieselbe müssen System, aber reguliert und das registriert geht um sein. Investitionen. Bitte hören mir zu. Das ist dieselbe System. Das ist, es geht einfach um Investitionen. Wissen Sie, was CFD ist? CFD, Natürlich weiß Contract ich, was for Difference. CFD ist. Okay, dann sollen Sie verstehen, dass es ist wie das ist einfach wie es funktioniert. Wie ein Bank. Sie haben ein Handelskonto und Sie handeln bei unserer Plattform. Alle Ihre Fragen, Sie können bei einem Finanzberater klären. Ja, nachdem ich eingezahlt habe. Da Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Und dann kriege ich mein Geld nicht zurück. Schon klar. Das ist Ihr System. Das ist Es ist schon klar. komisch, wir sind nicht im Kindergarten. Doch, Vielleicht offensichtlich muss ich schon. Ihnen alle unsere Dokumente Ihnen zeigen. Ja, Sie Ich können es mir nicht mal habe nicht sagen. Sie Zugang können zu es doch unseren nicht mal Dokumenten. sagen, weil Sie gar Wenn keine Sie Ahnung etwas davon kaufen im haben. Laden, Sie haben wenn Sie einfach etwas keine im Ahnung Laden von dem, was Sie kaufen, sagen machen. Sie mir bitte, fragen Sie auch für alle Dokumente wenn Sie Lebensmittel kaufen wollen oder so, oder was? Was Ja. fragen Sie? Es ist komisch, es ist komisch. Ja, Sie es ist können nicht komisch, es ist alle komisch, Menschen dass und unsere überall, es ist komisch, dass überall man private reguliert sein muss als Informationen Bankfirma. sagen. Und bei Ihnen ist man es nicht. Ah ja, okay.
Sie verstehen Gut. nicht, wie es funktioniert. Und Ich wenn verstehe sehr Sie, gut. Ich verstehe vor allem, dass Sie eine nein, Betrügerfirma Sie sind. verstehen nicht. Ich verstehe Nein, sehr nein, nein. gut. Sie wollen nicht verstehen und Sie wollen nicht hören. Sie wir wollen nicht arbeiten sagen. nicht mit solche Kunden, Sie mit wollen solchen nicht Menschen, sagen, das ist Personen. das Problem. Sie wollen nicht sagen. Sie brauchen nur einfach sagen, wo Sie. sind Sie denn? Wo sind Sie reguliert? Ich habe Ihnen schon alles beantwortet und Nein, haben Sie nicht? alles erklärt. Haben Sie nicht? Wenn Sie Sagen Sie, andere es gibt Fragen zwei haben, dann können Organisationen in Großbritannien, Sie, wo ich man wiederhole registriert und Ihnen, Sie reguliert können sein kann. alles Bei bei welcher einem sind Sie? Finanzberater Punkt. alle Das ist Ihre meine Frage Frage. klären. Das ist meine Frage. Was anderes brauchen Sie mir nicht sagen. Sagen Sie mir bitte, haben Sie mich Antworten gehört Sie erstmal auf die oder muss Frage, ich die ich Ihnen noch gestellt einmal habe. wiederholen? Können Sie auf die Frage antworten oder wollen Sie nicht antworten? Okay, antworten Sie mir bitte auf eine Nein, einzige Frage. Haben Sie echt Interesse? ich Haben Sie brauche echt erstmal die Antwort. Interesse Vorher für rede ich mit Handel? Ihnen nicht Und weiter. sind Sie seriös? Antworten Sie oder antworten Sie nicht? Ja, bitte. Guten Tag, es ist Anne Meyer von Enduring Markets. Sie haben bei unser Software-System angemeldet. Aber ich sehe, dass Ihr Konto ist noch nicht aktiviert. Deshalb rufe ich Sie an, um Ihr Konto aktivieren zu helfen. Sagen Sie mir bitte, welche Probleme haben Sie mit Aktivierung Ihres Kontos? Ich habe gar keine Probleme damit. Okay, aber warum ist es nicht noch aktiviert? Weil ich es bis jetzt noch nicht aktivieren wollte. Ich hatte zu wenig Informationen dafür. Okay, welche Informationen brauchen Sie? Naja, so allgemein, wer Ihre Firma ist, wo sie sitzt, und wie man damit Geld verdienen kann. Noch einmal bitte. Was Ihre Firma ist, wie sie arbeitet, wo sie sitzt und wie man damit Geld verdienen kann und wie viel Geld man damit verdienen kann. Okay, so wir sind eine internationale Investmentgesellschaft, aber unser Hauptbüro ist in England, London. Was noch? Wir arbeiten online. Wir haben zwei Optionen. Das ist automatisches Roboter und auch eine Zusammenarbeit mit Finanzberater. Sagen Sie bitte, haben Sie ein bestimmtes Ziel im Handel? Vielleicht Sie möchten viel Geld verdienen oder Sie möchten nur ein zusätzliches Einkommen zu erhalten. Ich möchte ein zusätzliches Einkommen erhalten. Okay, so ich empfehle Ihnen mit einem Finanzberater zu arbeiten, weil diese Person ist schon seit 7 Jahren auf dem Markt arbeitet und er kann einen Finanzplan für Sie schreiben. So Sie können haben ein großes zusätzliches Einkommen. Ja, okay. Aber wissen Sie schon, mit welchem Betrag Sie möchten anfangen? Nee, weiß ich noch nicht. Das Okay, so haben Sie schon Erfahrung im Handel? Oder es ist etwas Neues für Sie? Nee, ich habe schon Erfahrung. Ich habe bei eBay oder bei Amazon gekauft. Okay, und so viel ich verstehe, Sie haben nur mit Aktien gehandelt, ja? Bitte? Sie haben eine schlechte Telefonleitung. Ich verstehe Sie schlecht. Ja, okay. So viel ich verstehe, Sie haben nur mit Aktien gehandelt. Nein, nicht mit Aktien. Ich habe bei Amazon und bei eBay Okay. was verkauft und gekauft. Und wissen Sie schon, mit welchen Anlagen Sie möchten diese Mal handeln? Nee, das weiß ich noch nicht. Ich weiß ja gar nicht, was bei Ihnen angeboten wird. Okay. So, ich empfehle Ihnen vielleicht mit dem Mindestbetrag anzufangen. So, Sie versuchen, wie unsere Plattform funktioniert und dann, wenn Sie wollen, Sie können mit größeren Beträgen handeln. Ja gut, aber ich weiß ja immer noch nicht, mit welchen Sachen ich handeln kann bei Ihnen. Das haben Sie ja noch nicht gesagt. Mit welcher was? Mit welchen Dingen ich handeln kann, haben Sie ja noch nicht gesagt. Sie können mit
verschiedene Anlagen handeln, zum Beispiel mit Krypto, mit Öl, mit Aktien. Wir haben verschiedene Handelsoptionen. So, Sie können diese Frage mit Ihrem persönlichen Finanzberater besprechen. Okay, nee, ich würde gerne in Gas investieren. In Gas, okay. In Gas, ich schreibe diese Information. Okay, so, so viel, ich verstehe, Sie möchten mit 250 Euro anfangen, Sie möchten mit Gas handeln. Nicht zwangsläufig, das mit den 250 haben Sie ja gesagt. Das hab ich ja nicht gesagt. Okay. Okay, okay. So, also sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag Sie anfangen möchten. Ich hatte so gesagt an 3.000 bis 5.000 Euro. Mhm. So, 3.000 Euro oder 5.000 Euro? Das habe ich noch nicht genau festgelegt. Zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Okay, um diese Transaktion zu tätigen, ich muss noch eine Frage stellen. Es wird bequemer, wenn Sie wieder oder Mastercard haben. Also, welche Karte benutzen Sie? Ich benutze gar keine Kreditkarte. Okay, wir können das per normalerweise Banküberweisung tätigen. Richtig, das ist möglich. Problem. Okay, so, um eine Banküberweisung zu tätigen, ich brauche, damit ich Ihnen Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen kann, ich brauche folgende Informationen. Das ist Ihr Name und Nachname, auch Ihr Geburtsdaten, Ihre Adresse und der Name Ihrer Bank, die Sie benutzen. Sie können diese Informationen mir jetzt sagen, buchstabieren. Oder ich kann eine E-Mail schicken und Sie können mir einfach antworten mit dieser Information. Ja, aber Sie haben ja noch nicht viel gesagt über Ihre Firma. Deswegen, gut, okay. Meinen Namen habe ich ja bei der Anmeldung eingegeben, richtig? Ja, ja, ja. So, überprüfen wir das. Joachim, solange Nachname Ringsbach Bergheimer, ja? Ja, richtig, genau. Super, super. Dann Ihre Adresse bitte. Ja, die Adresse kann ich Ihnen auch geben. Ist kein Problem. Das ist. Sie haben nur Ihre E-Mail-Adresse angegeben und ich brauche Ihre Stadt, Postleitzahl, Hausnummer und Straße. Ja, das ist die Postleitzahl ist 37671 in Höxter. Mhm. Bitte? In Höxter. Die Verbindung ist nicht so gut, so vielleicht das wird besser, wenn Sie mir diese Information per E-Mail schicken. Was denken Sie? Ja gut, wenn Sie so eine schlechte Telefonleitung haben, da kann ich ja nichts für. Okay, ich kann Ihnen zurückrufen in eine Minute mit anderer Telefonnummer. Vielleicht die Verbindung wird besser sein. Na gut, dann probieren wir das einfach mal. Okay. Haben Sie noch Fragen vielleicht? Ja, natürlich. Natürlich habe ich noch Fragen. Sie haben ja bis jetzt noch keine Fragen beantwortet, so richtig. Okay. Können Sie diese Fragen noch einmal sagen? Ich antworte Sie gerne. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn Sie gar nicht verstehen, was ich sage, weil die Verbindung so schlecht ist. Dann rufen Sie doch einfach nochmal an. Ja, okay. Okay, ja. Ja, okay. Dann rufen Sie zurück in einem Minute. Ich verstehe Sie kaum. Okay. Ja, bitte. Hallo? Guten Tag, das ist wieder Anne Mai. Hören Sie mich besser jetzt? Ja, warten wir mal ab, wie es weitergeht, ja? Ja, so. Welche Fragen haben Sie? Ja, erzählen Sie mir doch erstmal was über Ihre Firma. Ich kann Ihnen alles antworten, aber ich brauche Fragen, weil... Ja, erstmal brauche ich ja Antworten.
Ich weiß nicht, welche Informationen brauchen Sie. Also ich habe schon gesagt, welche Optionen wir haben bei uns. Ich habe schon gesagt, wie befinden Sie sich, wie Sie sich. Warum wird denn da im Hintergrund geklatscht? Was ist denn da los? Bitte? Hallo? Da wurde im Hintergrund geklatscht. Was meinen Sie? Vielleicht Sie können das mit anderen Worten beschreiben, weil es ist nicht meine Muttersprache. Zwei Hände aufeinander klatschen ist Klatschen. Klatschen. Applaus. Was das bedeutet. Warum rufen Sie eigentlich in Deutschland an, wenn Sie kein Deutsch sprechen? Wir sind in England, so wir arbeiten mit verschiedenen Ländern. Und meistens unsere Kunden sind sehr interessiert in unserer Plattform und wir brauchen nur helfen ihnen mit Kontoaktivierung. So. Sie sind aus England? Sie sind aus England? Ja. Warum rufen Sie dann an, ja, mit einer Nummer aus Norwegen an? Weil wir benutzen IP-Telefonie. Wir sind ein großes Unternehmen und meistens große Unternehmen benutzen IP-Telefonie. Ja, aber deswegen muss man doch nicht aus Norwegen anrufen, wenn man in England sitzt. Das ist doch sehr seltsam. IP-Telefonie? Ich kann Ihnen aus England rufen. Ich kann jetzt Ihnen aus England rufen, wenn Sie das wollen. Ja, ich finde es nur sehr komisch, dass man aus Norwegen anruft, obwohl man in England sitzt. Das ist nur, wie IP-Telefonie funktioniert. Ja, nee, man kann aber auch aus England anrufen, wenn man aus England anruft und muss nicht über Norwegen gehen. Ich verstehe die Probleme nicht. Ja, das glaube ich, das glaube ich. IP-Telefonie ist... Dass Sie die Probleme nicht verstehen. Sie sind eine Firma aus England und rufen aus Norwegen an. Das hat nichts mit IP-Telefonie zu tun, das hat einfach nur, dass Sie... Ja. Ja, wir können mit IP-Telefonie, man kann wählen, aus welchem Land er kann rufen. Ja, das ist in Deutschland aber verboten. Es ist nicht verboten. Doch, ist es. Es ist in Deutschland verboten. Wenn man ein Land vorgibt, man vorgibt, aus einem Land zu sein, in dem man nicht ist. Das ist verboten, laut Gesetz. So viel ich weiß, es ist nicht verboten. Ja, dann wissen Sie wenig. Dann wissen Sie einfach wenig. Über deutsche Gesetze wissen Sie nichts. Sie sprechen mit mir mit diesem Ton nicht. Ja, es ist unhöflich. Ah, ich bin unhöflich. Okay, dann erzählen Sie mir doch noch mal was über Ihre Firma. Wie heißt Ihre Firma? Indurin Market. Ah ja. Und wie heißt die Webadresse der Firma? Indurinmarkets.com. Es ist eine Website von unserem Unternehmen, aber wir haben verschiedene Software-Systeme. Zum Beispiel, Sie haben bei Bitcoin Motion angemeldet. So heißt es unsere Website auch. Ja. Okay, also Enduring Markets, einfach so in eins geschrieben. Ja. Enduring? Enduring Markets. In eins. Nichts dazwischen, kein Punkt dazwischen. Es gibt eine Slash. Wie, eine Slash? Dann buchstabieren Sie die Adresse einen mal. Moment. Ja, einen Moment. Ich kann Ihnen buchstabieren Sie einfach mal. E-Mail schicken. Nee, können Sie doch einfach mal sagen. Ich kann einfach per E-Mail schicken. Können Sie nicht buchstabieren? Können Sie nicht buchstabieren? Es wird schneller, wenn ich Sie diese Information per E-Mail schicken. Na, da muss ich mich erst beim E-Mail-Konto einloggen. Aber einfacher ist es doch, wenn Sie mir einfach mal sagen, wie Ihre Webseite heißt, richtig? Sagen Sie mir bitte, ist es nur für die Sprache oder Sie möchten Ihr Konto aktivieren? Ich möchte mein Konto aktivieren, aber ich möchte natürlich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und das können Sie mir jetzt noch nicht sagen. Ich zeige Ihnen unsere Website und Sie können alles sehen. Okay, und welche E-Mail-Adresse haben Sie da bei sich? Joachim, es ist Ihr Name, Punkt nach Name, @gmx.de. Okay. Na, dann schicken Sie mal. Okay, und ich gebe Ihnen auch Ihre persönliche Sicherheitsnummer.
Es ist 7251. Ja gut, aber erstmal schicken Sie mir die E-Mail, damit ich weiß, welche Webseite Sie überhaupt haben. Sie konnten sie mir ja nicht buchstabieren. Okay. Ja. Okay. Ein kurzer Moment. Und es gibt auch Ihre persönliche Sicherheitsnummer noch einmal und Ihr temporäres Passwort von Ihr Konto. Ja gut, das können Sie alles mitschicken. Mhm, ich habe schon diese E-Mail geschickt. Aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail. Ja. Haben Sie diese E-Mail? Nein. Vielleicht suchen Sie im Spam oder aktualisieren noch einmal. Da ist auch nichts. Also, jetzt kommt gerade was rein. So, wie war Ihr Name? Anne Meyer. Ah ja, okay, gut. Das haben wir schon mal. Gut. Gut. So, und? Was machen wir jetzt? Vielleicht Sie können... Ich lese gerade diese E-Mail-Adresse. Mhm. Aha, enduring-markets.com, richtig? Ja, genau. Ah ja, okay. Und das ist die Firma, in der Sie arbeiten, ja? Ja. Okay, und wie erfahren ist Ihre Firma? Wie lange sind Sie am Markt und wie lange gibt es diese Webseite schon? Bitte. Hallo. Hallo, ich habe etwas gefragt. Ja, können Sie das nur wiederholen, bitte? Wie erfahren ist Ihre Firma? Wie lange gibt es diese Firma am Markt? Ja, wir arbeiten seit 7 Jahren auf dem Markt. Und seit 7 Jahren auch unter dieser Webseitenadresse, richtig? Ich arbeite hier nur für 2 Monate. So. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, ob Sie Ihre Webseitenadresse seit 7 Jahren schon gibt. Ihre Webseite. Ja, diese Webseite arbeitet, ich weiß nicht, vielleicht seit 7 Jahren oder... Warum brauchen Sie diese Information? Weil ich einen Partner suche, mit dem ich langfristig zusammenarbeiten kann. Und wenn Sie das nicht beantworten können. Gut, okay. Sie sagen, Sie sitzen in England, richtig? Ja, in London. In London, okay. Dann sind Sie bestimmt auch irgendwo registriert und reguliert, richtig? Mhm. Und wo? Was wo? Sie brauchen Straße oder... Bei der Behörde, bei der Sie reguliert sind und registriert sind. Okay, so. Es ist gut, dass Sie diese Informationen informieren, aber leider früher haben wir diese Informationen immer an potenzielle Kunden gegeben. Aber leider können wir das jetzt nicht mehr tun. Und warum? Aber ich kann Ihnen sagen, weil wir haben schlechte Erfahrung mit einem Kunde. Ich weiß nicht die Situation, weil ich arbeite hier nur für 2 Monate. Ja, gut, aber okay. Wir haben diese Regel. Ja, wir haben. Aber ich kann Ihnen sagen, von wem und was wir reguliert werden. So, unser Unternehmen wird von der CISEC kontrolliert. Wissen Sie, was CISEC ist? Ja, die hat aber nichts mit England zu tun. Ja. Warum? Weil in England gibt es die FCA und nicht die CISEC. Die CISEC ist in... Aber wir sind eine internationale Investmentgesellschaft. Deshalb Hauptbüro ist in England, ja. Aber wir arbeiten am ganzen Welt. Ja, gut. Deshalb haben wir Dann sagen Sie mir mal, wo ist denn die CISEC, wo reguliert denn die CISEC? Wo ist denn da der Sitz? Wo ist die CISEC? Wo sitzt die CISEC? In welchem Land?
Ja, in Zypern. Ah ja, und Sie als englische Firma werden über Zypern reguliert? Wir sind nicht eine englische Firma, wir sind eine internationale Firma. Aber unser Hauptbüro ist in England. Okay. Verstehen Sie? Gut, das ist schon klar. Aber was mir noch so gerade auffällt, ne? Sie sagen, Ihre Webseite und Ihre Firma, die ist seit 7 Jahren am Markt. Ich sehe, dass Ihre Webseite gerade mal 55 Tage alt ist und erst am 21.10.2022 registriert wurde. Wie erklären Vielleicht Sie mir das? Unser Unternehmen hat diese Website-Token geändert. Nee, das nein, sie ist erst registriert worden an dem Tag. Seit 55 Tagen registriert ist diese Webseite registriert. Also nichts mit 7 Jahren. Unser Unternehmen arbeitet seit 7 Jahren. Vielleicht haben diese Website geändert. Ja, geändert, wenn man eine Webseite hat, dann kann man sie ändern, aber man registriert sie nicht komplett neu unter einem anderen Namen. Eine Minute, bitte. Entschuldigung, ich habe einen Termin mit Anne Huse. Ah ja, schon klar. Ich habe Sie als Scammer entlarvt und nun legen Sie auf. Okay, alles klar, Sie sind eine Betrügerfirma. Okay, ganz einfach rauszukriegen bei Ihnen. Warum denken Sie so? Weil Sie so eine Betrügerfirma sind. In ganz Deutschland wird schon vor Ihnen gewarnt. Enduring Markets. Sie sind bei der BaFin schon auf der Warnliste. Sie sind überall. Sie sind eine ganz miese Scammerfirma. Sie beklauen Leute. Oh, ich bin ja so ein schlimmer Betrüger. Oh, Mami, weißt du, dass ich ein Betrüger bin? Grüß doch mal die YouTube-Gemeinde. Grüß doch mal die YouTube-Gemeinde, die dir alle zuhören. YouTube-Gemeinde, ich bin ein Betrüger. Ich. Sie sind seriös, ganz klar. Sie sind so seriös. Ja, hallo? Ja, hallo, das ist wieder Anne Meyer, vielleicht etwas mit Verbindung. So, sagen Sie mir bitte, so viel ich verstehe, Sie möchten mit dieser Roboter handeln, ja? Ich möchte mit Öl handeln, ja. Mit Öl, aber bei uns, wir haben verschiedene Optionen. So, Sie bekommen, Sie bekommen Unterstützung von unserer Seite. Sie können mit einem Finanzberater handeln oder mit Roboter. Das ist ein automatisches System. Aha, okay. Und haben Sie schon entschieden, mit welcher Option, welche Option ist besser für Sie? Eine Roboter oder Finanzberater? Nee, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Nee. Also, wie funktioniert denn das bei Ihnen überhaupt? Ja, sagen Sie bitte, möchten Sie eine zusätzliche Einkommen zu erreichen oder eine große Gewinn zu erhalten? Ich möchte ein bisschen Geld verdienen. Okay, so dieses automatische System ist ein sehr konservatives System. So, Sie können zwischen 30% und 40% monatlich verdienen. Es ist voll automatisch. Mit einfachen Wörtern, es handelt für Sie. Sie brauchen keine Zeit oder Erfahrung. Aber mit Finanzberater, Sie können natürlich mehr verdienen, weil es ist eine Person, die den Finanzmarkt jeden Tag beobachtet und er kann für Sie die besten Handelsoptionen auswählen. Ja. Okay, wenn Sie jetzt können nicht entscheiden, dann Sie können das ein bisschen später machen. So, nach dem Ihr Kontoaktivierung, Sie bekommen einen Anruf vom Finanzberater und Sie können mit diesem Berater diese Frage besprechen. Und er hilft Ihnen. Okay? Ja, ich weiß ja noch gar nicht, wie das funktioniert bei Ihnen. Okay, welche Fragen haben Sie? Welche Informationen brauchen Sie? Ja, sind Sie eine deutsche Firma oder? Wir sind eine internationale Investmentgesellschaft, aber unser Hauptbüro ist in England. Ja. Und welche Firma sind Sie? Das haben Sie ja so noch gar nicht gesagt. Irgendwie.
Okay, ja, ich habe das gesagt, das ist die Market. Bitte nochmal, das kam nicht an. Irgendwie ist eine schlechte Verbindung, ja. Offensichtlich. Okay. Indurin Market. Ah ja, okay. Na, die ja, sagt okay. Mir so jetzt noch nichts. Na gut, so, und wie funktioniert das alles nun genau? Ich weiß, dass ich da jemanden an die Seite gestellt bekomme, aber wie kann ich das denn machen überhaupt? Um Ihr Konto zu aktivieren, Sie müssen nur Ihre erste Investition machen. Sie zahlen nichts, Sie einfach überweisen Ihr Geld auf Ihr Konto. Und nach dieser Aktivierung, Sie bekommen einen Anruf von Finanzberater. Sie besprechen alle Fragen mit diesem Berater, erhielt Ihnen einen Finanzplan zu bauen und dann Sie verdienen Geld. Ja gut, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob Ihre Firma das Richtige für mich ist. Das weiß ich okay, ja noch gar nicht. Welche Informationen über unsere Firma brauchen Sie? Ich habe schon gesagt, dass es ist eine internationale Firma. Wir sind in London, England. Mhm. Aber wir arbeiten mit dem ganzen Welt. Ah ja, gut. Und auf welche Art und Weise kann ich dann mein Geld überweisen? Auf welche was? Auf welche Art kann ich denn mein Geld überweisen dann auf Ihre Plattform? Ja, das steht auf unserer Plattform, auszahlen. Ich schicke Ihnen eine E-Mail mit dem Link auf unserer Plattform und Sie können, ich helfe Ihnen, wie Sie können Ihr Geld auszahlen. Nee, ich rede ja nicht vom Auszahlen, ich rede vom Einzahlen. Einzahlen. Wir haben verschiedene Zahlungsmethoden. So, wenn Sie Visa oder Mastercard haben, wir können das ein bisschen es wird einfacher sein. So, wenn Sie Visa oder Mastercard haben, wir können diese Transaktion zwischen 10 oder 15 Minuten machen. Tätigen. Und welche Möglichkeiten habe ich noch? Möglichkeiten? Ja, welche Möglichkeiten ich noch hätte? Ja. Wenn Sie keine Visa oder Mastercard haben, wir können das normalerweise Banküberweisung tätigen. Ah ja. Das ist, ja gut. Also das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben, ja? Sie können auch das mit Krypto machen, wenn Sie Krypto-Wallet haben. Das ist kein Problem. Nee, ein Krypto war Dings habe ich nicht. Mhm. Dann sagen Sie bitte, welche Karte benutzen Sie? Ja, das will ich ja noch am überlegen, welche ich dazu nehme. Okay, aber welche Fragen haben Sie? Über was möchten Sie nachdenken? Ja, gut, da weiß ich, wie hoch, mit welchen Summen kann ich denn jetzt handeln? Also haben Sie nur die Sie sagten 250 Euro oder welche? Nein, Sie können auch 1.000 Euro anzahlen. 10.000 Euro einzahlen, aber das Mindestbetrag ist 250 Euro. Ach, das ist nur der Mindestbetrag. Okay. Ja gut, das ist, ja gut. Okay, dann würde ich normalerweise die Mastercard nehmen. Mastercard, okay, dann wir können das mit einer Website machen, das ist ein Partner von unserer Plattform. Also, so viel ich verstehe, Sie möchten jetzt Ihr Konto aktivieren, dann? Ja, was heißt mit dem Partner? Okay. Also mit welchem Partner ist das dann? Ja, es ist eine Website, Blog Academy. Sie sollen jetzt eine E-Mail von unserer Finanzabteilung erhalten mit dem Link auf diese Website. So, Sie sollen eine E-Mail von Ralf Hansen sehen. Nee, sehe ich noch nicht. Warten Sie bitte. Ja, warten Sie bitte einen kurzen Moment. Ich sage Ihnen, wann Sie können jetzt Ihr E-Mail aktualisieren. Von Ralf Hansen. Ja, welche E-Mail-Adresse haben Sie denn da?
Okay, einen Moment. Jens.Nasebart@oida.icu. Ja, aber ich habe von ja? Ralf Hansen habe ich keine E-Mail. Aktualisieren Sie bitte noch einmal oder suchen Sie in Spam vielleicht. Nee, ist nichts da. Von Ralf Hansen okay, habe ich nichts. Haben Sie meine E-Mail erhalten von Anna Meyer? Da habe ich was bekommen, ja. Okay, das ist komisch. Benutzen Sie Ihre Handy oder Laptop? Nein, ich benutze einen Rechner. Noch einmal bitte. Ich benutze einen Computer. Computer, okay. Aktualisieren Sie bitte noch einmal, weil wir haben diese E-Mail geschickt. Nee, da ist keine E-Mail da, das ist nur Ihre E-Mail dann. Mehr ist noch nicht da. Also, einen Moment bitte. Okay, dann wir können das mit anderer Methode tätigen. Können Sie bitte im Google suchen Moonpay. Das ist auch eine Website. Wie heißt sie? Bitte? Wie heißt die Webseite? Moonpay. Ich kann Ihnen buchstabieren. Ja, dann machen Sie mal. So, M. Ja. Dann zweimal O. Ja. Doppel O. Dann N wie Nachbar. Ja. Und dann Pay. P A Y. B A, also E. P wie Probe. Probewoche. Ach, ein P. Ja, P. Ja, und weiter? Dann A wie Achtung. A, also kein Ä. Ja. Und dann Y. Ah ja, und weiter? .com. Ah ja, okay. Und was ist das jetzt dann? So, Sie werden eine Website sehen. Ja. Das ist auch eine Website. Das ist eine Partner von unserer Plattform. So, sagen Sie bitte, was sehen Sie jetzt? Ja, ich sehe die Webseite von Moonpay. Okay. Klicken Sie bitte auf Buy Crypto. Ich will ja kein Krypto kaufen. Ja, es ist nur ein Zahlungsmethode. So, Sie überweisen diese, Sie überweisen Euro auf Ihr Konto, aber wir machen das mit Krypto. Augenblick, dann muss ich mir so wie nennt sich das ein war irgendwas erstellen. Das habe ich irgendwann schon mal. Wie heißt denn das nochmal? So eine Brieftasche bei Moonpay erstellen, richtig? Nein, es ist nur eine Zahlungsmethode. Sie sollen nichts, nur klicken Sie bitte auf bei Krypto. Ja, wie gesagt, und wohin überweise ich das dann? Auf Ihr Konto, auf unserer Plattform. Also muss ich, ja, da muss ich mir ja dann ein Krypto-Wald oder so bestellen, erstellen. Nein, Sie brauchen keine Krypto-Wallet. Ja, aber wohin? Sie machen wie eine, wie als mit einer Kreditkarte diese Zahlung. Was wird denn bei Ihnen da geklatscht? Warum wird denn da geklatscht? Geklatscht? Ja, warum? Was meinen Sie? Bei Ihnen wurde geklatscht. Wer klatscht denn bei Ihnen? Ich verstehe Sie nicht. Was meinen Sie? Was verstehen Sie kein Deutsch irgendwie so richtig?
Ja, ich verstehe Deutsch, aber... Nee, geklatscht ist ein deutsches Wort. Also verstehen Sie kein Deutsch. Ich verstehe nicht ganz gut, was bedeutet das? Geklatscht. Applaus! Hände aufeinander Applaus. Klatschen. Ah. Ja, warum gibt es bei Ihnen Applaus? Das ist mit Verbindung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Das hört sich ja seltsam an. Normalerweise, wenn ich mit meinem Bankberater spreche, da wird ja nicht irgendwie applaudiert. Das ist vielleicht, wir haben einen Geburtstag von meiner Kollegin, deshalb. Beim Geburtstag wird applaudiert. Aha, ist ja seltsam, seltsam. Das ist sehr seltsam. Nee, aber ich wollte eigentlich direkt auf mein Konto überweisen und wenn das, ja, aber ja, wenn das nur über... Aber wir machen... Bitte? Ich weiß nicht, warum ich das über MoonPay machen muss. Ich kann es doch ganz einfach auf Ihrer Plattform direkt überweisen. Warum muss das immer über irgendwelche andere Firmen gehen? Das ist... Ja, wir nur benutzen diese Website, um eine Überweisung zu machen. Also Sie brauchen... keine BTC-Wallet, die kaufen kein Krypto, es ist nur eine Zahlungsmethode. Wir machen das mit Krypto. Sie halten das Geld im Euro auf Ihr Konto. Es ist ja, das ist schon komisch irgendwie. Weil, was ist komisch? Ja, wie gesagt, warum kann ich das nicht einfach überweisen? Auf ihre Plattform. Auf mein Konto bei Ihrer Plattform. Okay, bitte warten Sie einen kurzen Moment. Mein Kollege hilft Ihnen. Ja, gut. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Herr Lützer Vogt. Wer ist da bitte? Sie haben eine ganz schlechte Verbindung. Ich heiße Lisa. Ah, ich heiße Lisa. Okay. Ich gebe Ihnen gerne. Sagen Sie bitte, ist ein Problem, dass Sie diese Transaktion mit einer Kryptowährung tätigen, ja? Ja, mit Krypto irgendwie, das ist mir alles ein bisschen suspekt. Ich wollte einfach nur ein Konto machen und dann mein Geld überweisen und dann handeln. Warum muss ich bitte, das über... Sie sollen verstehen, dass es... Wir verwenden eine Zahlungsmethode mit einer Kryptowährung. Ich verstehe Sie schnell. Sie haben eine ganz schlechte Verbindung. Ich verstehe Sie kaum. Sie sind sehr abgehakt. Ich weiß es nicht, wieso. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass ich Sie kaum verstehe. Schade. Was kann ich Ihnen sagen? Wir können Ihnen zurückrufen, wenn es... die Verbindung ist sehr schlecht. Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Vielleicht wegen des Wetters haben wir eine schlechte Verbindung. Kann sein. Deshalb. Wegen dem, Wetter? Genau. Wegen dem Wetter verstehe ich nicht. Wegen des Wetters. Verstehen Sie, das Wetter ist sehr schlecht. Es regnet. Und dann ist eine Telefonverbindung schlecht. Ah ja, ich dachte nicht, vielleicht, dass Sie irgendwie... Ich weiß es nicht. Sie rufen ja nicht über Handy. Ich weiß es nicht genau. Sie rufen ja nicht über Handy an. Sie rufen doch auf über Festnetz an, sicherlich. Genau, auf jeden Fall. Vielleicht unser Festnetz wegen des Wetters nicht so clear, nicht so schön. Ja, also... Ich bin nicht eine technische, verstehen Sie? Ich bin kein technischer... Ja, das merkt man, das merkt man wirklich. Das hat ja nun... Die schlechte Verbindung hat ja nun mit dem Wetter nichts zu tun. Ob es stürmt oder nicht, oder es regnet oder nicht, oder schneit, dann das ist eine Drahtverbindung. Und da kann das ich weiß nicht, schlecht sein. Leider. Hören Sie mich schon besser? Ein bisschen abgehakt immer noch. Okay, versuchen wir so. Jetzt ich rufe Sie zurück an. Okay? Ja, okay. Vielleicht das wird besser. Okay. Noch einen kurzen Moment, bitte. Ja, hallo? Ja, hallo. Schon besser? Nee, eher noch schlechter. Aber verstehen Sie dich? Oder bitte? Sie sind sehr abgehakt. Ich verstehe Sie kaum.
Okay. Machen wir so. Ich höre Sie, ich verstehe Sie und ich weiß es nicht, wieso hören Sie mich nicht. Vielleicht Sie haben eine schlechte Verbindung. Ich weiß es nicht. Ja, es ist tatsächlich eine schlechte Verbindung. Was kann ich das machen? Ich kann nichts jetzt machen. Wir können bald sprechen oder ich weiß es nicht. Ja, aber ich verstehe Sie doch kaum. Weil alles so abgehackt ist. Wie wollen Sie mir denn irgendwas erzählen, wenn ich das gar nicht mitkriege, weil es so abgehackt ist? Was kann ich machen? Wir können vielleicht später nochmal telefonieren oder kommunizieren. Sie haben schon mit Frau Mayer gesprochen. Haben Sie gut gehört? Na, auch nicht so richtig gut, aber versuchen wir es doch einfach mal. Warum kann ich nicht einfach auf Ihre Plattform mein Geld überweisen und dann zu handeln? Warum muss das immer... Ja, lassen Sie mich doch erstmal bitte ausreden. Wenn ich eine Frage stelle, dann ist es doch sinnvoll, wenn Sie die ganze Frage hören. Oder? Ich möchte auf Ihre Frage antworten. Also ja, dann wäre es doch sinnvoll, wenn Sie erstmal die ganze Frage hören. Kann ich antworten? Sie haben ja noch gar nicht die ganze Frage gehört. Ach so, okay, bitte. Ja, warum ist es nötig, dass ich da über irgendwie so ein Krypto-Ding in mein Geld überweisen muss? Warum gibt es bei Ihrer Webseite nicht einfach die Möglichkeit, es zu überweisen auf Ihre Plattform? Und nicht über irgendwelche Drittanbieter. Okay, hab verstanden. Das ist kein Problem. Sie können versuchen, auf unserer Plattform Ihr Konto aktivieren. Wir suchen nach einer bequemsten Methode und schnellsten Methode, um Ihr Konto zu aktivieren. Wir verwenden meistens diese Zahlungsart mit Kryptowährung. Ja, es ist kein Problem. Für viele meiner Kunden. Ja, aber für mich ist es offensichtlich ein Problem. Okay, was ist, wenn es für Sie ein Problem ist? Okay, wir suchen nach anderen Optionen. Bitte, Sie können versuchen auf unserer Plattform. Ja, weil unsere Plattform ein bisschen überladen ist, kann sein, dass Sie diese Transaktion nicht tätigen können. Deshalb, Sie können andere Methode verwenden. Sie können per Banküberweisung auch Ihr Konto aktivieren. Auch kein Problem. Es gibt so viele verschiedene Zahlungsoptionen. Ja, wir benutzen die beliebteste. Ja, aber warum muss ich das über irgendwelche Drittanbieter machen? Nee, das ist... Was bedeutet dritte Anbieter? Über was reden Sie jetzt? Was bedeutet dritte Anbieter? Verstehen Sie kein Deutsch? Befehle? Verstehen Sie kein Deutsch? Oder ich habe Ihnen gesagt, dass Sie... Wir sind offizielle Vertreter. Sie haben Möglichkeiten, auf unserer Plattform mit vielen verschiedenen Anlagen zu handeln. Ja, aber scheinbar verstehen Sie kein Wort Deutsch, wenn Sie das Wort Drittanbieter schon nicht kennen. Warum rufen Sie Ich habe gesagt, wir sind nicht schon dritte Anbieter. Ah, Sie verstehen wirklich kein Deutsch. Ich habe gesagt, warum muss ich über Drittanbieter überweisen? Und nicht direkt auf Ihre Plattform. Darum, also ich habe darum gehört. Ach, darum ist natürlich eine gute Antwort, ja. Darum ist natürlich eine tolle Antwort. Ja. Es tut mir leid, ich habe nicht verstanden. Ja, das sehe ich, dass Sie mich nicht verstehen. Sie sprechen augenscheinlich kein Deutsch. Aber Sie verstehen mich, wir sprechen schon. Ja, aber Sie verstehen mich nicht, Sie verstehen mein Deutsch nicht. Ich rede klare deutsche Worte und Sie verstehen sie nicht. Es ist ein Problem für Sie. Ja, wenn Sie mich nicht verstehen, dann ist das ein Problem mit meinem, meiner... Ich verstehe Sie. Sie ich habe schon verstanden. Aber Sie unterbrechen mich schon wieder. Das ist sehr unhöflich. Ich glaube, ich möchte mit Ihnen keine Geschäfte machen, wenn Sie so unhöflich sind und mich nicht mal verstehen. Ich? Ich persönlich? Oder was meinen Sie? Weil ich kein Deutsch verstehe? Nein, weil Sie mich dauernd unterbrochen haben. Deswegen. Ich
Was reden Sie? Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht ganz ja, gut. Ja, genau, das ist das Problem. Sie verstehen, Sie ja, mehrfach haben Sie mich unterbrochen. Sie haben meine Frage nicht zu Ende gehört und wollten antworten, obwohl Sie die Frage, jetzt wollten Sie mich schon wieder unterbrechen. Sie haben nicht mal meine Frage zu Ende gehört und wollten dann antworten, obwohl Sie die Frage noch gar nicht gehört haben. Jetzt können Sie antworten. Sie haben mir gesagt, dass es eine schlechte Verbindung ist. Und ich sage, dass ich bin unhöflich. Was habe ich Ihnen gesagt? Sie haben mich unterbrochen. Ich habe nicht unterbrochen. Doch, mehrfach. Komisch. Das ist sehr komisch. Komisches Gespräch. Ich weiß es nicht. Ich möchte Sie Ihnen gerne helfen. Ich kann das für Sie machen, aber Sie brauchen oder keine Hilfe oder es ist für Sie ein Witz oder was. Ich weiß es nicht. Ich brauche keine Hilfe von Leuten, die mich permanent unterbrechen und dann meine Worte schon nicht verstehen. Obwohl ich klares, deutliches Deutsch spreche. Ich habe ihm gesagt, alles ist in Ordnung. Ich habe keine schlechte etwas gesagt. Alles ist gut. Was brauchen Sie von mir? Für mich ist nicht alles gut, wenn Sie mich permanent unterbrechen. Und Sie meine Worte gar nicht verstehen. Sie haben mich... Sie merken es gar nicht, wenn Sie mich unterbrechen. Das ist nicht so schlecht. Es ist normal, wenn ich habe nicht gehört oder die Verbindung ist schlecht. Ja, deswegen müssen Sie mich trotzdem nicht zu unterbrechen. Wenn ich eine Frage stelle, dann erwarte ich, Augenblick, ich bin immer noch nicht fertig. Wenn ich eine Frage stelle, dann erwarte ich, dass die Frage bis zum Ende angehört wird, bevor es versucht wird, dass Sie darauf antworten. Und das haben Sie mehrfach nicht gemacht. Ich habe gedacht, dass Sie haben alles gesagt, verstehen Sie? Oder die Verbindung war sehr schlecht. Ja, es ist trotzdem nichts irgendwie mit einer Bankfirma oder mit einer Tradingfirma, die mich dauernd so unterbricht oder so permanent schlechte Verbindungen hat irgendwie, da macht das für mich keinen Sinn. Denken Sie, dass jede Person ist so die gleiche? Darum geht's doch gar nicht. Wieso haben Sie das so gesagt? Ich verstehe nicht ganz gut. Ja, jeder von uns in diesem ganzen Welt so hat viele Unterschiede. Das ist normal. Aber darum geht es doch auch gar nicht. Es geht darum, dass Sie mich unterbrochen haben. Das ist der Punkt. Ich habe Sie unterbrochen. Ja, Sie merken. Tut mir leid. Es ist. Ich habe nie gehört. Ich habe gedacht, dass Sie haben alles gesagt. Deshalb habe ich Ihnen eine Antwort angegeben. Ja, aber ich glaube, mit so einer schlechten Verbindung, wenn... Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie unterbrochen habe. Für mich ist Sie ein bisschen anders aus. Verstehen Sie? Ich verstehe Sie kaum noch. Tut mir leid. Es wird immer schlechter. Ich verstehe Sie sehr abgebrochen. Sie kommen sehr zerhackt bei mir an. Was möchte ich Ihnen sagen? Das ist Entschuldigung. Es tut mir leid. Sorry, ich verstehe Sie kaum noch. Sie kommen sehr abgehackt zu mir an. Ich verstehe Sie kaum noch. Sie haben eine so schlechte Verbindung. Das macht wenig Sinn. Okay, machen wir so. Wir können später nochmal kommunizieren. Ich höre Sie sehr, sehr schlecht auch. Hallo, sind Sie noch da? Ja, hören Sie mich? Hallo? 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 Ich höre Sie irgendwie nicht. Ich höre Sie gut. Hallo? Also ich höre Sie immer noch sehr abgehakt. Ja, bitte? Guten Morgen, das ist wieder Anna Meyer. Es tut mir leid, dass das Gespräch nicht gut zustande gekommen ist. Lassen Sie mich Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos helfen.
Wir können nicht mit Krypto diese Transaktion machen, wenn es passt für Sie nicht. Wir können das mit Block Academy tätigen. Vielleicht Sie haben schon eine E-Mail erhalten von Ralf Hansen. Ja, schon, aber Block Academy, was ist das jetzt wieder? Ja, das ist eine Website, eine Partner-Website von unserer Plattform. Es ist nur eine Zahlungsmethode. Sie machen diese Überweisung mit Euro, keine Krypto. Ja, aber warum kann ich nicht einfach auf Ihre Plattform überweisen? Warum muss das ja, immer über Drittanbieter sein? Ja, ich erkläre Ihnen so, jetzt unsere Plattform ist ein bisschen überladen. So, zu viele Menschen versuchen diese Transaktion zu machen auf unserer Plattform und es kann mehr Zeit, es brauchen mehr Zeit, um diese Transaktion zu tätigen. Wir können das versuchen natürlich, aber es wird schneller mit Block Academy machen. Nee, also über Drittanbieter möchte ich das nicht machen. Ich möchte das nur bei der Firma machen, mit der ich dann auch handeln möchte. Ich möchte da keine Drittanbieter dazwischen haben. Es ist kein Anbieter, es ist nur eine Website für Zahlung. Ja, aber es ist ja nicht Ihre Webseite. Okay. Okay, öffnen Sie dann meine E-Mail, Kontoaktivierung. Wir können das auf unserer Plattform versuchen, aber leider, ich denke, dass es wird ohne Erfolg, weil die Plattform ist ein bisschen überladen. Ja, warum ist sie überladen? Also, Sie meinen überlastet? Nein, überladen. Zu viele Menschen versuchen, eine Transaktion zu machen. Das heißt überlastet so. Und nicht überladen. Überlastet? Okay, dann vielleicht mein Deutsch ist nicht so gut, weil das ist richtig. Nicht meine erste Sprache. Ja, Entschuldigung. Ja, gut. Wir können das ja dann auch per Überweisung machen. Bank überweisen? Ja, geht ja auch, ist ja kein Problem. Okay. Dann schicken Sie mir einfach die Bankdaten und dann kann ich das sehen. Und das ist dann auch die Bankdaten die Sachen, zu... Augenblick, ich war noch nicht fertig. Die Bankdaten aber dann auch bitte... Augenblick, ich war immer noch nicht fertig. Meine Herren, Sie sind aber auch alle sehr unhöflich bei Ihnen, dass Sie permanent unterbrechen. Vielleicht Sie haben meine Kollegin nicht richtig verstanden. Das ist... es tut mir leid. Ja, sie hat mich nicht gut verstanden und Sie unterbrechen mich ja jetzt auch scheinbar. Also, ich möchte bitte nur auf Ihre Plattform überweisen und nicht auf irgendwelche anderen Konten bei irgendwelchen Drittanbietern. Okay. Also schicken Sie mir bitte die Bankdaten zu Ihrer Plattform und dann kann ich überweisen. Ja, okay. Dann, um Ihre persönliche Bankdaten vorzubereiten, wir brauchen einige Informationen. Das ist nur, welche Bank Sie benutzen und Ihre Geburtsdaten, Adresse mit Postleitzahl. Ich schicke alle diese Informationen per E-Mail. So, wenn ich habe diese Informationen, ich schicke Ihnen Ihre persönlichen Angaben für die Banküberweisung. Passt das für Sie? Ja, ne, Sie, was wollen Sie alles vorher haben, bevor ich irgendwas, ist mir noch nicht so ganz klar. Ja, so, damit ich Ihnen Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen kann, benötige ich die folgenden Informationen, das ist Ihr Name und Nachname, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse und Name Ihrer Bank, die Sie benutzen. Ja, Bankdaten zu schicken, brauchen Sie doch keine Daten von mir erstmal. Sie schicken Ihre Daten von Ihrem Konto, von Ihrem IBAN-Konto und dann überweise ich. Und dann überweise ich dann logischerweise zum Beispiel mit einem Verwendungszweck. Und so können Sie das einwandfrei verifizieren, wer das geschickt hat. Wir brauchen diese Information, weil wir, wie sagt das man, wir sollen ihre Person identifizieren, weil es ist eine Regel bei Finanzmarkt, wir sollen wissen, dass sie sind kein Terrorist oder wir müssen das... Ja, das macht man ja normalerweise über das Postident-Verfahren. Bitte? Das macht man ja normalerweise über das Postident-Verfahren.
So, wir, das kennen Sie nicht? Bei uns es funktioniert so. So, wir brauchen diese Information, wir sollen Ihre Person identifizieren. Es ist alle Handelsplattformen machen sie. Es funktioniert bei dem Finanzmarkt. Ja, nee, das sage ich ja. Das wird normalerweise über das Postident-Verfahren gemacht. Das kennen Sie nicht? Das ist eine Möglichkeit, wie man das macht. Das sogenannte Postident-Verfahren. Mich wundert es, dass Sie das nicht kennen. Das ist das Gebräuchlichste. Ich arbeite hier nur für einen Monat, so vielleicht ich weiß nicht alles, aber bei uns es funktioniert so. Wir brauchen diese Information, um eher persönliche Angaben vorzubereiten. Ja, und dazu normalerweise wird das ja über Postident-Verfahren gemacht. Da brauchen Sie sicherlich auch irgendwie meinen Ausweis oder so, ne? Früher haben wir um eine Fotos von ID oder Ausweis Fahrerschein, nennt sich das. Ausweis gefragt. Aber jetzt, wir fragen nur um diese Information. Also Sie brauchen, ja normalerweise geht sowas über das Postident-Verfahren. Das ist das sicherste und gebräuchlichste Verfahren. Hallo. Ja, hallo, ich bin hier. So, passt das für Sie, wenn ich um diese Information frage? Ja, fragen Sie. So, ich schicke Ihnen eine E-Mail mit dieser Information und wenn ich habe diese Information, ich schicke diese Information zu unserer Finanzabteilung, die vorbereitet Ihre persönlichen Daten für die Banküberweisung. Ja, da brauchen Sie mir nur die Bankdaten zu schicken, ist doch kein Problem. Sie machen das Postident-Verfahren und dann haben Sie dann wissen Sie genau, wer ich bin und wo ich wohne. Und dann schicken Sie einfach Ihre Bankdaten mit dem Verwendungszweck und dann kann das zugeordnet werden. So kenne ich ja, das. Genau. Ja. Ja, genau. So, okay, danke schön. Bis bald dann. Ja, kann ich noch eine Frage stellen? Also ich gebe diese Information weiter zu Ihrer Person. Augenblick, Sie sind gerade sehr abgehakt. Ich habe wieder kaum was verstanden. Bitte? Verbindung war schlecht oder was? Ja, genau, die Verbindung war schlecht. Entschuldigung. So, nachdem Ihr Kontoaktivierung, wie ich habe schon gesagt, Sie erhalten einen Anruf von Finanzberater und es wird besser, wenn ich diese Information jetzt wissen über Sie. So, es ist, wie arbeiten Sie? Ich meine, was sind Sie von Beruf? Ihre englische Kenntnisse. Englischkenntnisse. Ich habe keine Englischkenntnisse. Okay, das ist kein Problem. Und dann sagen Sie bitte, was sind Sie von Beruf? Wozu ist das jetzt wichtig? Es ist nur eine Information, die ich Ihrer Finanzberater geben. Er kann diese Roboter für Sie besser personalisieren oder er kann wissen, welche Handelsoptionen sind besser für Sie. So, ach, und das machen Sie daran fest, welchen Beruf ich habe. Das ist doch sehr unlogisch. Es ist nur, wie es funktioniert bei uns. Ich verstehe Sie wieder nicht. Ich höre Sie jetzt gar nicht mehr. Diese Information kann auch uns sagen, haben Sie viel Zeit, haben Sie nicht so viel Zeit zu handeln? So, das kann ich ja dann später mit dem Berater dann festlesen. Aber das hat doch nichts mit meinem Beruf zu tun. Okay, dann kein Problem. Und sagen Sie mir bitte, das ist
dann ich rufe Sie ein bisschen später, wenn wir haben diese, wenn wir haben Ihr Geld auf Ihr Konto. Ich schicke, ich rufe Ihnen noch einmal, gratuliere Ihnen und das ist alles. Dann, ja, okay. Warten Sie bitte auf meine E-Mail. Ja, dann warte ich auf die E-Mail. Okay. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hallo, das ist wieder Anna Meyer. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Ihre Information geschickt? Weil ich habe doch keine Antwort von Ihnen. Ja, Sie haben ja gar keine Bankdaten geschickt. Ich wollte doch die Bankdaten haben. Entschuldigung, aber ich habe Ihnen gesagt, dass wir brauchen einige Informationen von Ihnen. So, ja, ich habe eine E-Mail. Ja? Ja, und ich habe ja gesagt, die Informationen, die kriegen Sie ja dann über Postident-Verfahren. Darüber wollten Sie sich ja schlau machen. Das haben Sie offensichtlich noch nicht gemacht. Entschuldige, aber ich habe Ihnen erklärt, wie das funktioniert bei uns. Sie haben mir gesagt, dass das passt für Sie. Nein, nein, Sie haben gesagt, dass Sie sich informieren wollen über das Postident-Verfahren. Entschuldigung, aber bei uns funktioniert es wie so. Wir brauchen einige Informationen von Ihnen. Wir arbeiten mit anderen Methoden nicht. Ja, und Sie sagten, was schon mal sehr seltsam ist, Sie sagten doch, Sie rufen aus England an, richtig? Ja, wir, das Büro ist in England, aber wir benutzen IP-Telefonie. Ja, jetzt rufen Sie aus Rumänien an? Das ist nicht nein, seriös. Jetzt rufe ich aus Holland. So, wann Verbindung ist ein bisschen schlecht, wenn wir englische Nummer, Telefonnummer benutzen, wir versuchen das mit anderen Telefonnummern. Ja, jetzt aber rufe, Sie, rufe ich mit dieser Nummer. Ja, aus Rumänien. Die Länderkennung Rumänien. Also das ist nicht seriös. Sie wechseln ihre Nummern wie andere Leute ihre Unterwäsche. Nee. Das ist. Was ist unseriös? Sage ich doch. Alle internationale Unternehmen, alle große Unternehmen benutzen IP-Telefonie. Ja, schon, aber die nutzen dann ihre Firmenrufnummer und nicht irgendwelche anderen Rufnummern. Sie haben augenscheinlich keine Firmennummer. Herr Nasebart, möchten Sie Ihre Konto aktivieren oder es ist nur für ein Gespräch? Weil ich verstehe Sie nicht. Ich habe Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden gesagt. Und eine Moodpay-Seite, es ist nicht gut für Sie. Diese Blockakademie, es ist auch schlecht. Und jetzt eine Banküberweisung passt für Sie nicht. Ja, Sie haben mir doch gar keine Bankdaten geschickt. Weil ich brauche einige Informationen von Ihnen. Ja, und persönliche das, Angaben. Ja, die würde ich über Postident machen. Und da haben Sie ja gesagt, dass Sie sich darüber informieren wollen, wie, ob das Postident-Verfahren bei Ihnen funktioniert. Und die Informationen habe ich ja auch noch nicht von Ihnen bekommen. Okay, ein Minute bitte. Hallo, sind Sie noch da? Man hört gar nichts von Ihnen. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. So, wir sollen überprüfen, dass Sie sind mehr als 18 Jahre alt und dass Sie sind kein Terrorist. Deshalb brauchen wir diese Information. Ja, ich sagte ja, das mache ich gerne über das Postident-Verfahren. Und Sie haben ja immer noch nicht gesagt, ob Sie das machen mit dem Postident-Verfahren. Leider weiß ich diese Information nicht, weil ich bin nur ein Kundenberaterin. Ja, das haben Sie doch im letzten Telefonat gesagt, dass Sie sich darüber informieren wollen. Das haben Sie ja augenscheinlich nicht gemacht, weil Sie es immer noch nicht wissen. Ja, vielleicht ich habe Sie falsch verstanden. Ja, dann können Sie es ja jetzt machen und sich wieder melden, wenn Sie wissen, ob das Postident-Verfahren bei Ihnen bekannt ist und ob das gemacht wird. Habe ich ihn richtig verstanden? Sie brauchen einige Informationen von mir, wie unser Unternehmen überprüft diese Information, ja? Unsere Methode, oder? Na,
Sie verstehen irgendwie wirklich fürchterlich schlecht Deutsch. Ich sagte, ich bin gerne bereit, meine Identität überprüfen zu lassen über das Postident-Verfahren. Und darüber wollten Sie sich informieren, ob das bei Ihnen machbar ist. Und das haben Sie augenscheinlich immer noch nicht gemacht. Haben Sie es denn jetzt verstanden, was das Postident-Verfahren ist? Leider nein. Dann sollten Sie sich mal informieren. Das ist das gebräuchlichste Verfahren zur Verifizierung einer Person. Sagen Sie bitte, was soll ich mit dieser Information machen? Bei uns, es funktioniert so. Ja, gut. Wie gesagt, Sie sollten nachfragen, ob das Postident-Verfahren bei Ihnen genutzt wird. Und dann können Sie mich gerne nochmal anrufen, wenn Sie wissen, ob das Postident-Verfahren gemacht wird. Ja. Und dann können Sie mir die Bankdaten schicken. Ja, okay, dann. Ich rufe Sie noch einmal ein bisschen später. Ja, okay, kein Problem. Ja, ja, danke schon. Tschüss. Tschüss. Hallo? 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 Mich? Hallo? Ich höre Sie nicht. Sie haben eine schlechte Telefonverbindung. Schlechte Telefonverbindung. Herr Nassebad, ich rufe von der Handelsagentur. Ich verstehe Sie leider nicht. Sie haben ganz komische Computergeräusche. Herr Nassebad. Ich verstehe Sie nicht. Die Verbindung ist zu schlecht. Versuchen Sie es einfach nochmal. Ja, ich rufe jetzt noch einmal. Hallo? Wahrscheinlich hören Sie mich besser. Jetzt, ja. Jetzt rufen Sie auch aus Deutschland an. Wie haben Sie dann eben... Das ist aber seltsam. Erst haben Sie aus England angerufen und jetzt rufen Sie aus Deutschland an? Das ist IP-Telefonie. Ja, und? Aber in Deutschland muss man doch immer aus dem Land anrufen, in dem man sitzt. Also, wo sitzen Sie denn jetzt? Also, Herr Nassebad, ich rufe Sie von einer Finanzabteilung der Investmentagentur in Düren Markets. Unser Schicken Sie meinen Anruf aus. Ich verstehe Sie immer noch nicht. Sie haben nur komische Computergeräusche. Also, ein Anruf aus Deutschland kann es nicht sein. In Deutschland gibt es nicht so schlechte Telefonleitungen. Wie gesagt, IP-Telefonie durch Internet. Ja, dann haben Sie ein schlechtes Internet. Und vor allem höre ich meine Stimme doppelt. Was ist denn los bei Ihnen da? Hallo. Jetzt hören Sie. Hallo. Vor allem höre ich mich doppelt. Haben Sie den Lautsprecher an oder was? Nein, natürlich nein. Wahrscheinlich haben Sie Ihre Lautsprecher. Nein, ich habe keinen Lautsprecher an. Vor allem würde ich mich ja dann nicht doppelt hören. Ich höre mich über Ihre Leitung doppelt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, worin dieses Problem liegt. Ja, bei Ihnen offensichtlich. Ich erzähle Ihnen, warum ich rufe Sie. Ich stelle eine Finanzabteilung von Enduring Markets. Ich weiß, dass Sie mit meiner Kollegin schon gesprochen haben und etwas hat nicht geklappt bei Ihrer Kontoaktivierung. Mit welchen Kollegen habe ich denn gesprochen? Ich wollte Ihnen dabei helfen. Und wann war das? Mit Anne Meyer. Das war vor 3 Tagen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Oil Profit System, sagt Ihnen etwas. Ja, Ölprofit sagt mir was, aber Ihre Firma sagt mir nichts. Wir sind der offizielle Anbieter von diesem System. Dieses System funktioniert auf der Basis von der Plattform. Bitte? Dieses System funktioniert auf der Basis von unserer Plattform. Ja?
Wir sind der offizielle Anbieter von diesem System. Sie haben schon ein Gespräch mit meiner Kollegin gehabt, mit ihrer Kontoberaterin. Und ich weiß, dass etwas hat nicht geklappt. Per Banküberweisung ihr Konto aktivieren. Wahrscheinlich klappt das genauso wenig, wenn Sie so schlechte Telefonleitungen haben. Ich höre Sie immer nur so komische Computergeräusche. So, Herr Nassabat, vielleicht kann ich jetzt noch einmal probieren, Sie anzurufen. Ja, dann suchen Sie sich mal eine Leitung, die funktioniert. Das wäre nett. Ja, jetzt rufe ich noch einmal. Moment. Hallo? Hallo, Herr Nassabat. Also Ihre Leitung ist immer noch schlecht, aber warum rufen Sie denn jetzt anonym an? Also Herr Nassabat, das ist einfach IP-Telefonie. Ja, aber man muss nicht, Sie haben ja sonst auch mit Nummern mit angezeigter Nummer angerufen. Warum rufen Sie jetzt anonym an? Ich hab versucht, ein bisschen anders anzurufen, damit die Verbindung... Nee, die Verbindung ist genauso schlecht, nur jetzt auch noch anonym. Herr Nassabat, ich glaube, dass jetzt können Sie mich besser hören. Ja, das probieren wir einfach mal. So, aus welchem Land rufen Sie denn an? Wenn Sie anonym anrufen, dann müssen Sie ja sicherlich irgendwo im Ausland sitzen, richtig? Ja, unser Hauptsitz ist in Großbritannien. Ich rufe Sie von Finanzabteilung der Investmentagentur in Durham Markets. Sie haben sich vor 3 Tagen... Sie haben mit meiner Kollegin eine Überweisung zu tätigen, um ihr Handelskonto zu aktivieren, wie ich verstehe. Aber ich sehe in meinem System, dass Ihr Konto ist jetzt noch nicht aktiv. Wahrscheinlich haben Sie irgendwelche Probleme und ich kann Ihnen dabei helfen. Ja, dann schicken Sie mir einfach die Überweisungsdaten doch mal. Ich kann Ihnen jetzt helfen, Überweisungen auch, um Ihr Konto zu aktivieren. Wir benutzen dabei das System von unserem Zahlungspartner. So ist es einfach schneller. Sie bekommen auch schnell, die Überweisungsdaten. Können die ja, dann schicken Sie doch mal. Ja. Die Überweisungsdaten. Ich werde Ihnen dabei jetzt helfen, die Banküberweisungsdaten zu bekommen. Ja. Haben Sie jetzt die Möglichkeit, im Google schreiben, was ich Ihnen buchstabieren werde? Ja, könnte ich. Was wollen Sie mir, wollen Sie mir denn jetzt diktieren? Ja. Ja, was denn? Den Namen von unserem Zahlungspartner. Ah ja, und der wäre? Moonpay.com, das heißt. Ach, Moonpay, na, dazu muss ich ja, nee. Moonpay ist ja eine Kryptotauschbörse. Ich möchte überweisen. Nicht mit Moonpay, an Ihre Plattform möchte ich überweisen. Dort bekommen Sie die Bankdaten von Moonpay, machen die Überweisung und bekommen Ihr Geld in ein, zwei Tagen. Verstehen Sie nicht, was ich gesagt habe? Ich möchte an Ihre Plattform überweisen und nicht an Moonpay oder so. Sie überweisen mit Daten von Moonpay und bekommen Ihr Geld auf unserer Plattform. Ja, aber ich möchte, wie gesagt, an Ihre Plattform überweisen. Nicht an Moonpay. Schicken Sie mir einfach die Überweisungsdaten von Ihrer Plattform. Wir machen die Überweisungen mit Hilfe von Bankdaten von Moonpay. Das ist einfach so. Sie haben schon wieder eine schlechte Leitung. Ja, Konto aktivieren. Auf der Plattform können Sie mit Hilfe von Visa-Karte Ihr Konto selber aktivieren. Ich wollte es haben. Nein, wie gesagt, ich wollte es per Überweisung machen, an Ihre Plattform und nicht an Moonpay oder irgendwelche Partnerfirmen. Das ist mir zu undurchsichtig, das möchte ich nicht.
Ja, bitte. Hallo? Schönen guten Tag. Na, hallo, schönen guten Tag. Darf ich bitte Herrn Ringsbergheimer sprechen? Der ist am Apparat. Schönen guten Tag, sehr angenehm. Mein Name ist Katrin Heinrich, Firma Enduring Markets. Sie haben sich vor kurzem bei uns angemeldet für den Handel. Das ist Trading-Plattform. Aha, Stimmt's? ja. Super. Können Sie bitte sagen, haben Sie per E-Mail die Einstellungen erhalten? Per E-Mail für den Login und Einzahlung? Weiß ich jetzt nicht. An wem haben Sie die denn geschickt? Von mir, von Frau Katrin Heinrich. An wen Sie den geschickt haben? An welche E-Mail-Adresse? Wann? Moment mal bitte, ich sage Bescheid. Joachim.ringsbach-bergheimer@gmx.de. Ja, Korrekt? und an welchem Namen? Mit welchem Namen? Also mit dem Betreff Kontoaktivierung. Sind Sie am PC? Ich bin gerade da, ja. Super, überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner. Und ich schicke nochmals vielleicht Kontoaktivierung. Nur, und welcher Name stand da drüber, oder? Mit dem Betreff Kontoaktivierung. Ja, und von welcher Firma, von welchem Namen Sie die E-Mail schicken? Katrin Heinrich. Katrin Heinrich, gut, gucke ich mal. Genau. Natürlich, ich warte. Nee, habe ich nichts. Moment mal bitte, ich wiederhole nochmals. Ein Sekundchen. Schon weg. Überprüfen Sie bitte nochmals. Nee, bis jetzt ist noch nichts da. Das braucht vielleicht eine Sekunde Zeit. Sie sollen schon erhalten. Kontoaktivierung. Ah ja, okay. Bei E-Mail. Oh, super. Schauen Sie mal. Ich helfe Ihnen bei der Aktivierung Ihres künftigen Anlagekontos und bei der ersten Einzahlung. Dann kommt der Anruf von dem Finanzexpert und in der Zukunft werden Sie schon mit dem Finanzexpert kontaktieren. Ganz kurz. Diese Software funktioniert nur auf der offiziellen Plattform. Da wir direkte Versorger sind, haben nur wir Zugang zu diesem System. Ihre Teilnahme braucht gar keine Erfahrung und Kenntnisse. Erstens geht es, wie gesagt, ganz automatisch. Zweitens hilft Ihnen unser Finanzexpert. In Ihrem Fall ist dieser Finanzexpert aus der Stadt Nürnberg innerhalb Deutschlands. Heute haben wir für Sie eine sogenannte Probewoche. Das heißt, Sie machen erste minimale Einzahlung, zum Beispiel 250 Euro. Dazu erhalten Sie von uns 50 Euro als Geschenk, ganz gratis. Ja. Ist das klar, ja? Na Sie gut. erhalten monatlich bis 40 Prozent Rabatt. Das heißt, wenn Sie heute die erste Einzahlung in Krypto machen, dann erhalten Sie in einem Monat 363 Euro, dann noch in einem Monat 508 Euro und so weiter und so fort. Ist Augenblick, das Sie auch klar, sagten, ja? ich erhalte 40% Rabatt, haben Sie Bis gesagt. 40% Rabatt. Oh, nein, nicht Rabatt, Haben Sie entschuldigen Sie bitte. gesagt? Nicht Rabatt, Gewinne. Ja, ich habe mich geirrt, entschuldigen Sie bitte. Also 40% Gewinne. Ja. Sie können Ihr Geld mit dem Gewinn jeden Tag auszahlen, wenn Sie möchten, oder den Handel schon weiterleiten. Ah ja, ja? okay. Gut, also haben Sie die Einstellungen für den Anlogen per E-Mail erhalten, sicherlich Habe ich verstanden erhalten, haben, aber ja? erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts. Ach so, sehr schade. Gut, also dann ganz kurz, dieses Software-System, das ist offizielle Plattform. Ja. Unsere Firma Enduring Markets,
ist ein Direktvertreter dieses Software-Systems in diesem Plattform und in Trading Market, überhaupt im Trading Market. Wir befinden sich in Großbritannien, aber wir haben viele Filialen in Deutschland, in der Österreich, in der Schweiz und so weiter und so fort. Ihr Finanzexpert befindet sich in Nürnberg und dieser Finanzexpert wird Sie kontaktieren und dann wird Ihnen helfen bei allen Händeln. Okay. Schauen Sie mal. Und wo sitzen Sie in Deutschland? Natürlich, innerhalb Deutschlands. Ja, wo denn? Natürlich. Wo sitzen Sie denn in Deutschland? Wo haben Sie Ihre Filiale in Deutschland? Ich weiß, dass Sie in Nürnberg sind, aber wo genau, keine Ahnung. Ich muss doch wissen, bei wem ich hier in Deutschland investiere. Natürlich, ich verstehe. Ich zeige Ihnen Anstellungen und unsere Webseite, wo Sie haben eine fürchterlich schlechte Verbindung. Sie rufen aus Deutschland an. Also ich kenne aus Deutschland nicht, dass so schlechte Telefonverbindungen da sind. Nein, wir haben IP-Telefonie. Das ist unsere IP-Telefonie. Das ist Verbindung nicht so gut, wie Sie mir. Ja, aber Sie rufen doch aus Deutschland an. Genau. Ja, und? Genau. Warum rufen Sie dann nicht mit Ihrer Firmenrufnummer ganz normal übers Festnetz an? Wir haben keine Festnetz, nur IP-Telefonie. Also, ach so, das heißt, man kann Sie auch gar nicht anrufen. Doch, Moment mal bitte, ich sage, brauchen Sie unsere Hotline-Nummer, ja? Nein, ich brauche Ihre Firmenrufnummer. Natürlich, ich sage jetzt Bescheid. Und Ihre Firmenadresse hier in Deutschland? Natürlich, klicken Sie bitte, in meiner Mail finden Sie bitte eine blaue Taste. Na, erstmal will ich mich ja nicht einloggen, ich will erstmal die Ihre Daten haben. Moment mal bitte, dann schicke ich Ihnen nochmals. Und wenn Sie tippen Enduring Market. Nein, können Sie mir doch einfach buchstabieren und sagen die Telefonnummer und sagen die Adresse. Ja, Moment mal bitte. Ich sage jetzt Bescheid. Geben Sie mir bitte ein paar Sekunden, dann sage ich Bescheid. Während gegen Weihnachten. Ich habe die Hälfte nicht verstanden, weil Sie so eine schlechte Leitung haben. Und ist schon besser? Ja, weiß ich noch nicht. Sie haben ja nichts gesagt. Super. Gut, also unsere Telefonnummer. Also, unsere Hotline-Nummer 44. Nein, nicht die Hotline-Nummer. Ihre Telefonnummer von Nürnberg. Sie sagt noch, Sie sitzen in Nürnberg. Ja, unser Finanzkonsultant, der Sie konsultiert wird, befindet sich in Nürnberg natürlich. Okay, und Ihre Firma sitzt wo in Deutschland? In Großbritannien. In Großbritannien. Aber wir haben auch viele, viele Filiale in verschiedenen Städten, verschiedenen Ländern. Ja, und ich möchte gerne wissen, wo Ihre Filiale hier in Deutschland ist. Moment mal bitte, ich sag Bescheid. Hallo, ich höre Sie nicht. Hallo, was ist denn los mit Ihrem Telefon?
Also so hat das ja keinen Sinn. Hallo. 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 Was, was ist denn los mit Ihrem Telefon? Hallo, hören Sie mich? Jetzt ja. Ach so, gut. Super, die Verbindung ist wirklich ganz schlecht. Also, wie gesagt, könnten Sie bitte in meinem E-Mail eine Taste finden? Nein, ich möchte, eine blaue Taste. Ich hatte doch gesagt, ich möchte jetzt Ihre Firmenadresse haben hier in Deutschland und Ihre Firmenrufnummer hier in Deutschland. Das möchte ich haben, bevor ich irgendwo draufklicke. Ich weiß es nicht, Bescheid, natürlich. Sie wissen nicht, wo Ihre Firmenadresse hier in Deutschland ist. Das wissen Sie nicht. Sie rufen aber mit einer deutschen Nummer an. Und Sie wissen nicht, Sie wissen nicht, wo Sie Ihre Firma sitzt. Ja, genau. Das ist ja sehr seriös. Aber ich möchte Ihnen unsere Plattform zeigen. Ja, aber ich glaube, ich habe kein Interesse an einer Firma, die nicht mal weiß, wo Ihr Firmensitz in Deutschland ist. Also versuchen Sie bitte, unsere Webseite zu besuchen. Nö, habe ich keine Lust mehr. Wenn Sie schon nicht wissen, wo Ihre Firma in Deutschland sitzt oder wie Ihre Telefonnummer in Deutschland ist, dann habe ich kein Interesse. Das ist unseriös und das würde keine deutsche Firma so machen. Oder keine Firma, die in Deutschland arbeitet. So, wenn Sie in Deutschland arbeiten, dann sind Sie sicherlich auch bei der BaFin gelistet, richtig? Ja, genau. Okay. Dann können wir das ja überprüfen, wenn wir schon sonst nicht weiterhelfen können. Okay, natürlich. Überprüfen Sie bitte. Kein Problem. Alles klar, dann machen wir das einfach mal. Gut. Ja, natürlich, machen wir so. Natürlich, gut, dann, natürlich. Ja, dann sagen Sie mir doch mal Ihre BaFin-ID. Das kann ich nicht sagen. Ach, Also das können Sie auch nicht. Unter welchem Namen sind Sie denn bei der BaFin gelistet? Enduring Markets. Enduring Ring Markets. Strich Enduring Strich Markets. Punkt. Mit Strich Com. Enduring. Mit Strich, genau. Enduring minus Markets. Market. Minus oder Strich. Punkt. Com. Augenblick. Enduring minus Markets. Und dann .com. .com. Genau. So, dann überprüfen wir das mal bei der BaFin. Gut. Keine Ergebnisse. Unter diesem Namen sind Sie nicht bei der BaFin registriert. Das ist merkwürdig. Moment mal bitte. Ja, gehen Sie doch selber auf die BaFin-Webseite und überprüfen Sie das. Ich sehe die Webseite enduring-markets.com. Ja, das meine ich aber nicht. Sie sagten, Sie sind bei der BaFin registriert. Unter dieser Nummer. Unter diesem Namen. Und da sind Sie nicht registriert. Die BaFin kennt Sie gar nicht. Manchmal bitte, ich versuche nochmals. Enduring-markets.com. Genau, auf der BaFin-Webseite. Das sehe ich nicht. Ja, dann gehen Sie doch auf die BaFin-Webseite, ist doch ganz einfach. Da kann jedermann überprüfen, welche Firmen da gelistet sind. Haben Sie richtig getippt? Ja, natürlich. Also vielleicht buchstabiere ich E wie Emil, N wie Nordpolt, D wie Dora, U wie Udo, R wie Richard, I wie Ida, N wie Nordpolt, G wie Gustav, Strich, M wie Martha, A wie Anton, R wie Richard, K wie Konrad, E wie Emil, T wie Theodor, S wie Siegfried. Genau, ja, genau so habe ich es geschrieben. Keine Ergebnisse, Sie sind da nicht gelistet. Und .com? Auch nicht gelistet. Ohne .com oder mit .com, Sie sind nicht bei der BaFin gelistet. Also haben Sie gelogen. Das ist sehr merkwürdig, aber... Ja, aber es ist so. Überprüfen Sie es selber. Gehen Sie auf die BaFin-Webseite und überprüfen Sie es. D
Ja, schon überprüfen, alles in Ordnung, alles geklappt. Ja, und haben Sie es überprüft? Ja, genau. Und was sehen Sie? Die Webseite. Auf Enduring Markets, Sie sollen auf der BaFin-Webseite überprüfen. Ich brauche keine, wenn ich eine bei der BaFin eine Webseite überprüfe, eine Firma überprüfe, dann sehe ich keine Webseiten, dann sehe ich, ob die Firma da gelistet ist. Und Sie sind nicht da gelistet. Dann habe ich keine Ahnung. Ja, das ist offensichtlich. Warum klappt es bei Ihnen nicht? Wie? Es klappt doch bei mir. Sie sind nur nicht gelistet bei der BaFin. Das heißt, Sie haben gelogen. Moment mal bitte. Wissen Sie überhaupt, wo Sie auf der BaFin nachfragen müssen? Vielleicht klappt es nicht, ja. Was klappt nicht? Ich höre Sie wieder nicht. Was ist denn los mit Ihrem Telefon? Hallo. Sie sollten sich mal eine neue Telefonanlage besorgen. So funktioniert das nicht. Hallo. Sie sollten schon reden. Wenn Sie nicht reden, dann lege ich auf. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo, ich heiße Hallo, Frau Disco, wie geht's Ihnen? Mir geht es gut und Ihnen? Ja, danke, danke. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre. Hallo. Hallo. Ja. So, Sie haben kürzlich bei unserem Software-System angemeldet. Es geht um den Handel auf dem Finanzmarkt. Deshalb bekommen Sie meinen Anruf. Ja. Ich bin Ihre persönliche Kundenberaterin und meine Aufgabe ist, Ihr Konto aktivieren zu helfen. Mhm, okay. Super, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung im Handel oder ist das etwas Neues für Sie? Sagen Sie doch erstmal, bei welcher Firma bin ich denn da jetzt gelandet? Sie haben ja noch gar nicht gesagt. Ich rufe von Enduring Markets an. Aha, okay. Okay, so, haben Sie schon Erfahrung im Handel? Ja, so ein bisschen schon, ja. Okay, und mit welchen Anlagen haben Sie gehandelt? Vielleicht mit Aktien oder Krypto? Mit Aktien. Okay, und darf ich fragen, wie viel Prozent haben Sie verdient? Das geht Sie nichts an. Das ist Privatsache. Okay, dann vielleicht wissen Sie schon, mit was Sie jetzt handeln möchten. Nee, weiß ich noch nicht genau. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Okay, Sie können das später entscheiden mit Ihrer persönlichen Finanzberater. Das ist nett, dass ich das entscheiden darf. Okay, vielleicht verstehe, Sie haben eine Werbung gesehen über diese automatischen Roboter, ja? Ja, kann durchaus sein, ja. Und wissen Sie schon, möchten Sie mit diesem Roboter handeln oder zusammenarbeiten mit unserem Finanzberater? Das habe ich auch noch nicht entschieden. Ich kenne ja Ihre Firma noch gar nicht. Enduring Markets. Ja, und aber davon kenne ich Sie ja nicht. Sie haben den Namen gesagt. Aber das ist ja alles. Okay. Welche Informationen brauchen Sie? Ja, zum Beispiel, von wo sind Sie? Wo sitzt Ihre Firma? Ja, unser Hauptbüro ist in England. Aber wir sind eine internationale Investmentgesellschaft.
Ja gut, und, gut, okay. Das ist jetzt Ihre Firma in England. Und Sie sind ein internationales, eine internationale Firma und Sie arbeiten auch in Deutschland, richtig? Ja, ja. Okay, und über welche Webseite erreiche ich dann Ihre Firma in Deutschland? Okay, ich schicke Ihnen eine E-Mail mit dem Link auf unsere Plattform. Das können Sie mir doch einfach erstmal beantworten. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich mit Ihnen zusammenarbeiten will. Da brauchen wir noch keine E-Mail schicken. Ja, ich schicke Ihnen eine E-Mail mit dem Link auf unsere Plattform. Ja, Sie können alles sehen. Oder? Ja, aber Sie können es mir doch einfach beantworten. Okay, unsere Website ist indurinmarkets.com. Mhm. Ja. Gut. Das ist ja soweit klar. Also in 1 durchgeschrieben. Bitte? Ohne irgendetwas dazwischen, ein Bindestrich oder ein Punkt oder irgendwas? Ja, ja, Bindestrich, Bindestrich und Markets. Bindestrich? Sie meinen Bindestrich? Sie sprechen nicht gut Deutsch offensichtlich, ne? Das ist nicht meine Muttersprache. Das heißt gut, das hört man, ja. Schon, naja gut, okay. So, und Sie sind eine internationale Firma und haben hier in Deutschland auch einen Sitz, ja? Nein, wir sind im London, England. Also Sie haben wir keine... arbeiten mit verschiedenen Ländern. Ja, und Sie haben keine Filiale in Deutschland. Ja. Okay, gut, okay. Was mich da jetzt erstmal ein bisschen wundert, Sie sind eine alte Firma, sind Sie erfahren als Firma? Ja, wir sind seit sieben Jahren in diesem Bereich. Ja, ist ein bisschen seltsam, ne? Wenn ich mir Ihre Webseite angucke, die ist gerade mal 67 Tage alt. Bitte? Sie verstehen schlecht Deutsch. Vielleicht machen Sie erstmal einen Deutschkurs, bevor Sie in Deutschland anrufen. Ich sagte, Sie sagen, Sie sind 10 Jahre alt. Ihre Webseite ist gerade mal für 67 Tage registriert worden. Ja, das ist neue Website. Ja, aber warum? Eine Firma macht doch normalerweise keine neue Webseite, sondern die nimmt die alte Webseite und ändert die Webseite. Mercedes macht ja auch keine neue Webseite, sondern die ändert die alte Webseite. Ja. Ich verstehe... nichts, richtig. Ich verstehe nicht, warum Sie sind... Sie verstehen nichts, das sagte ich ja. Okay, welche Fragen haben Sie noch? Ja, für mich ist schon klar, Sie sagen, Sie sind 10 Jahre alt und Ihre Webseite ist gerade mal 67 Tage alt. Da, für mich kommt das dann gar nicht in Frage, weil Sie offensichtlich eine Betrügerunternehmen sind. Ich gucke gerade mal und ich sehe schon, über Ihre Firma wird in Deutschland auch schon gewarnt. Sie sind also eine Betrüger-Webseite. Man kann bei Ihnen einzahlen, man kann aber nicht auszahlen. Wir haben nur aktualisiert diese Website. Sie ist nicht aktualisiert, sie ist komplett neu erstellt worden. Am 21.10.20. Lassen Sie mich ausreden! Lassen Sie mich ausreden, bevor Sie irgendwas dazwischen sammeln. Ihre Webseite ist am 21.10.2022 erstellt worden und nicht aktualisiert worden. Also lügen Sie mich an. Okay, sagen Sie mir bitte, was brauchen Sie? Möchten Sie handeln oder es ist... Ich möchte handeln, aber mit seriösen Firmen. Und Ihre Firma scheint ja nicht... Wo sind Sie denn reguliert und registriert? Einen Moment, bitte. Ah, okay. Das können Sie auch nicht beantworten. Okay. Wir sind von CICIG reguliert. Als
bei der SciSec als englische Firma sind Sie nicht bei der FCA reguliert, okay? Wir sind internationales Firma. Aber ihr Sitz ist in England. Haben Sie gesagt? Ja, Frau Kohl-Büro ist in England. Ja, eben. Und da sind Sie nicht bei der FCA registriert, sondern haben Sie die Coffeeshop-License aus Zypern, die nichts wert ist. Coffeeshop-License? Ja, das ist eine Coffeeshop-License. Das ist, die kriegt man für ganz wenig Geld und die ist nichts wert. Nicht sowas wie die deutsche BaFin zum Beispiel. Bei der könnten Sie gar nicht registriert werden sein, weil bei Ihnen wird man ja gewarnt. Oder sind Sie bei der BaFin registriert? Okay, Herr Nasebaum, sagen Sie mir bitte... Beantworten Sie erstmal meine Frage und dann sage ich. Okay, welche Frage? Sie hören nicht nur schlecht, Sie verstehen auch nichts. Ich habe Sie gefragt, ob Sie bei der BaFin reguliert und registriert sind. Wir sind bei SciSec reguliert. Also nicht bei der BaFin? Ich habe Ihnen Antwort. Ja. Okay, alles klar, gut. Wunderbar. Dann weiß ich alles, was ich wissen muss. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich? Nein, der Mann, der hinter Ihnen steht, oder Ihre Großmutter. Wen frage ich denn sonst? Mann, sind Sie dumm? Entschuldigung? Ja, was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, Sie sind dumm. Ich denke, okay, Du denkst? Oh, du kannst denken, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Wenn man denken kann, ist das ja schon mal gut. Kannst du schon alleine atmen? Oder brauchst du da jemanden, der bei dir einen Knopf drückt? Herr Nasebart, wieder hören.